sagen, wir gehen erstmal in ein neues Xuna-Video rein. Bitte änder mal das Intro, Dicker, wirklich. So, wir gehen rein hier und dann schauen wir mal, okay? Let's go. Hallo, ich möchte auch ins Intro. Vielleicht schaue ich ins Intro. Nein, Spaß beiseite. Schreibt mal eure Ideen für ein neues Intro in die Kommentare. Deine Stimme ist mega entspannt. Voll viele schreiben mir, dass sie immer mit Handy im Bett manchmal zu meiner Stimme einpennen. Über den Augen schießen! Ich leg mich okay, einfach nicht! Ich bin tot! Oh mein Gott, was ist da eigentlich passiert? Kann mir das eine erklären, was da gerade passiert ist? Ist es eigentlich unangenehm für dich, wenn Leute auf deinen Arsch schauen? Nee, ich seh's ja nicht. Du hast so recht. Na, meine Herren! Ja, einfach ja sagt. Schwerstarbeit in der Sonne. Kannst du mal ganz kurz kommen? Ich habe eine Frage. Die Arme, Alter. Pass mal auf, ich habe den Hund von meinem Nachbarn gestern abgeknallt. Das war so eine miese Töle, der ging mir so auf den Sack. Kann ich den bei euch in die Grube schmeißen? Ja. Bro. Ja, können wir machen, Bro. Kein Problem. Ja, kein Ding. Danke, ne? Tschüss. Bist du Haram? Was bin ich? Hä? Haararm. Nö, ich hab Haare auf dem Kopf, sieht man doch. Hä? Jetzt müsste ich mir eigentlich noch ein Parkticket. Wenn sie sagt, dass sie auf Bad Boy steht. Holen, aber man muss ja irgendwie sein Bad Boy-Image aufrechterhalten. Insofern hole ich mir kein Parkticket, ist klar. Es ist angerichtet, ich habe hier ein unglaubliches Essen, also wirklich à la Master. Irgendwann später. Elena, diese blöde Kuh. Rache ist süß. Ein paar heiße Bilder von Elena Monte. Ui, mach schon auch rüber. Den Orgel. Ja, scheiß drauf. Oh nein, das. Ey, das verstehe ich auch nicht, ne? Ich würde niemals was eingeben in meiner Suchleiste on stream. Ich öffne immer die ganzen Seiten und dann fertig. Wirklich. Imagine, ich schreibe so W oder so und dann steht da so, was heißt Ananas auf Englisch oder so. So richtig so dumme Fragen so. Ihr denkt so, Digga, was ist das? Das war für Dings, sag schnell, für ein Schulprojekt, Bruder. Was soll ich jetzt gucken? Jetzt will ich auch, Bruder, jetzt will ich aber. Hallo. Freude. Bitte? Gefallener Bruder. Freude. Mütze. Oh mein Gott. Nein, Digga, Frank. Hallo. Freude. Bitte? Freude. Und Mütze. Danke. Hallo. Oh mein Gott. Hi. Oh mein Gott. Geht's? Danke, gut. Gut, ja, schön dich zu sehen. Er wartet noch immer, der Arme. Oh mein Gott. Jeder Zucker hat denselben Gedanken. Jawohl, einmal drüber jumpen, Alter. Let's go. Gerade meine letzte BK-Klausur meines Lebens geschrieben. Was ist BK? Burger King? Congrats. Mann, Leute, die schmeckt mir gut. Monte? Die schmeckt gut mir. Ja? Ja. Ich krieg mit dem eine Five. Das ist toll, ja, Alter. Ja, das war auch so Legende, dieses Stream, wo die Chilis da gegessen haben. Niemand. Ich will nicht in Mathe eine 5 schreiben. Das ist eine 5? Übel solid. Mega gut. Eine 5 ist klasse, Max. Ich bin stolz auf dich. Eine 5 ist geil. Immer wenn ich so richtig reingesackt habe in irgendwelchen Tests und ich hatte so eine 4 oder so, ich habe mich richtig über die 4 gefreut und dass es keine 6 war, Digga. Das ist eigentlich so traurig, aber... Ich werde nie im Leben wieder ein Bier trinken. Bier! Ich nehme 10. Essen, trinken, Uludag. Was ist das? Das ist diese... Also ich will nichts falsch sagen. Ist das nicht diese Ziegenmilch beim Döner? Digga, what the fuck? Das ist Iron. Oh Hä? Mann, ey Jungs, ich liebe euch. So, meine Schlingel. Hoffe euch allen geht's gut. Gerade schönes Frühstück gehabt. Mein Engel Agatha hat wieder mal gezaubert. Ihr kennt's. Ja, Bruder, was soll ich dazu sagen? Gestern ist sie gewesen, alles frei. Heute komme ich zurück.
Ja, zum Kotzen, Digga. Darf ich gleich alles wieder freiräumen? Bisschen sauber machen, da hinten auch wieder Müll drin. Ja, Bruder. Scheiße. Yo, Bro, Alter. Ehrlich, danke dir auf jeden Fall. Ach, Junge, wenn du heute Morgen Sonntag, geguckt hast, haben deine Eltern halt geguckt. Guck den Fernsehen, Alter. Wie alt warst du mit 14? 36? Bruder, ich bin der Letzte, der sich beschwert wegen Maske. Wirklich, Bruder, ich hab nie ein Problem wegen Maske. Mich nervt das einfach. Ey, ich hab keinen Bock mehr, die Maske zu tragen. Hä? Kieskauer mit einem Zweier, mein Geburtstagsgeschenk. Kauf dir was Schönes. 1 Euro, danke dir. Kuss, Kuss. Meine Freundin liebt mich nicht mehr, so wie am Anfang. Bitte hilf mir, wie ich das ändern kann. Digga, einfach mal richtig schön wegbrettern, die Alte. Jeder hat doch eine normale Spardose, wie sowas hier, ne? Aber dann komm ich. Ich hab einfach so. Das ist meine Spardose. Weil man hört einfach, dass das der erste Euro ist, der da reingeflogen ist. Also, du meinst. Aber sag euch ehrlich, das ist Big Stonks, Alter. Wenn du den mal irgendwann mal voll hast, dann easy. Keine Ahnung, wo hab ich mein Geld? Ich hab mein Geld immer in so einer Vase, Kleingeld in so eine Vase getan einfach. Grafikkarten. Okay, dann frage ich mich nur, was ist das? Bruder, Grafikkarte des Todes, Digga. Siehst du, durch die Grafikkarte habe ich Brötchen in 4K, Moro. Hey. Dieser eine Freund mal wieder erst zur dritten Stunde aufkreuzt. Hey, Chef. Ja, was geht? Chillig, Alter. Vor so einer true. Stunde 30 Minuten übertreffen. Ja, kann ich aber nur Flug machen. Notification, gang. King, wirklich. Sascha, du musst aggressiver rein. Das Inscope-Video habe ich mir noch nicht angeschaut. Die nachfolgende Sendung. Ich bin aber ganz harmlos. Guten Morgen, guten Mittag oder auch halt dein Maul. Leute, macht euch keine Sorgen. Ich war jetzt gerade nicht irgendwie duschen oder so. Meine Haare sind einfach nur fettig, weil ich seit 4 Wochen nicht geduscht habe. In der letzten Episode habt ihr es wieder gesehen. Ich habe YouTuber-Videos verarscht. Hat es euch gefallen? It's so bad. Deswegen habt ihr auch nur so wenig Daumen nach oben gegeben. Und deswegen gibt es auch keine einmonatige Pause, sondern direkt eine Woche später das nächste Video. Ich hoffe, ihr bereut es. Lass es. Mein Highlight-Kanal geteilt. Du gehst auch nur streamen, wenn du Geldnot hast. Digga, das Ding ist halt, also wer das hier Real Talk denkt, der kann wirklich gehen. Also auf Ernst jetzt. Schlechtesten YouTube-Kanäle, die ich jemals gesehen habe. Luca, Dave, ihr seid schon wieder gefeuert. Haben hier ein Highlight-Video zusammengeschnitten, auf das ich jetzt reagieren soll. Und es wird jetzt wahrscheinlich komplett lustig, oder Jungs? Rauschgifte sind gut für den menschlichen Körper. Sie beanspruchen einen großen Teil der Muskulatur. Geil! Und bauen dabei gleichzeitig. Manchmal ist es schwer, werbefreundlich zu bleiben. Ja, genau, Amir. Deswegen, ich halte mich auch gerade sehr bedeckt und zurück. Ich das Gehirnwachstum auf. Chili. Sollte das jetzt gerade irgendwie lustig sein oder soll ich da jetzt irgendwie lachend am Boden liegen? Meiner Meinung nach sind Rauschgifte, die sich anderen Arten drucken, ein absolutes suboptimales Zustand. Und deswegen bin ich einfach ein absoluter Feind davon. Gesicht furzen lassen von einer Frau würde ich, glaube ich, nicht enjoyen. Warte mal. Digga. Und genau hier ist der Punkt, wo meiner Meinung nach die trennen, egal ob Mann oder Frau vor der Kerl am Furzen ist. Auf eine Sache können wir uns alle einigen, die war eine verdammt geile Sau. Ja. Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Freut mich aber, dass es heute klappt, wenn zu zweit zocken. Vielleicht sollten wir nicht mehr zu zweit zocken. Das war nur Spaß. Ach so, ja. Ey, ich bin nicht übertrieben gut, Mann. Okay. Ja, okay, also. Bruder, was für Flirten? Ich will nicht mal flirten, Mann! Du bist besser als ich, safe. Danke für die nette Unterhaltung, war nice. Mhm. Ciao, Guna. Bis später. Was? Bis später. Ich geb dir einen guten Tipp. Einfach mal offensiv rein. Einfach mal zu Isa auf den DC rüber joinen. Isa, du, wie sieht's aus? Sollen wir eine Runde in die Zone? By the way, hast du einen richtig geilen Arsch. Oder wie wär's mit sowas wie, boah, Isa, wenn ich dich von hier drüben gerade so in deinem Stream beobachte, muss ich wirklich sagen, du bist so eine geile Zahl. Oder wie wär's mit Isa, weißt du was? Die Fijian. Und ich bin mir zu 100% sicher, Isa wird da voll drauf abgehen. Isa. Der Song ist für dich. Es ist Montagabend und wir spielen als Team, als ich zu dir... Also Doc, einfach mal ausprobieren. Heute ist anscheinend der Tag der Gesänge, liebe Leute. Und da möchte ich euch natürlich meine Gesänge nicht vorenthalten.
Wir zünden rein mit der. Ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Ich muss einmal. Yo, Bro. Oh, Mensch, ach, Sarah. Scheiße. So doof gelaufen. Ach nee. Also, das Blöde ist halt auch, das ist ein Livestream. Welche Streamerin ist das? Ich würde nur gerne wissen, was da jetzt so passiert ist. Da. Also, ob die sich zu geäußert hat. Hat die sich zu geäußert? Ist da irgendwas passiert? Blöd. Kann man nichts machen, Leute. Wenn ein was abfuckt. Spielbreak, dann hast du easy. Das war nicht Spiel. Dann muss man einfach besser darin werden, damit es einen nicht mehr abfuckt. Schön, Bro. Ja, okay, das war's für mich. Ja, nee, also das war nicht so, wie es da ausgesehen hat. Bin halt nicht irgendwie, ich bin... Alles klar. Ich würde 3 Tage lang mich richtig derbe, richtig schön zukiffen. Wusst ihr das nicht, oder was? Oh, ich muss niesen. Nee, doch nicht. Soll das das Video gewesen sein? Liebe Leute, wenn euch das Video nicht gefallen hat... Das Video war so ein Brainfuck einfach. Falls ihr nicht wollt, dass noch mein nächste Woche ein Video kommt, dann würde ich euch jetzt ganz dringend empfehlen, da mal Gas zu geben. Falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das unter gar keinen Umständen tun. Denn liebe Leute, ihr wisst es, verpisst euch! Kein Sinn. Kein Sinn. Denn liebe Leute, ihr wisst es, verpisst euch. Digga, das macht keinen Sinn. Scheiß drauf, Digga.